Die EZB macht ernst mit der Einführung des digitalen Euros und jetzt fürchten einige, dass uns möglicherweise ein Krypto-Verbot in Europa drohen könnte, nachdem das Manager-Magazin diesen Artikel veröffentlicht hat. Ich blende mal die Grafik dazu ein. Ist zuletzt helle Aufregung entstanden und jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist tatsächlich die Gefahr, dass wir ein Kryptoverbot in Europa bekommen? Und genau dieses Thema schauen wir uns heute im Video gleich näher an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer natürlich um das Thema Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, die Taskforce der EZB, der Europäischen Zentralbank, möchte in den nächsten Wochen erste Forschungsergebnisse vorlegen, welche Auswirkungen die Einführung eines digitalen Euros auf unser Geldsystem hat. Also hier sollen die Vor- und Nachteile aufgezeigt werden und für eine Diskussionsgrundlage sorgen. Und in den letzten Tagen ist doch einige Aufregung entstanden, nachdem das Manager-Magazin einen sehr kritischen Artikel zum Thema private Kryptowährungen veröffentlicht hat. Ich habe euch den Artikel unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr den Artikel nochmal genau nachlesen. Auf jeden Fall geht es darum, dass uns möglicherweise ein Verbot von Kryptoassets in Europa drohen könnte, wenn der digitale Euro kommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist die Gefahr eines solchen Kryptoverbots tatsächlich? Also ich denke, dass die Gefahr in diesem Artikel sehr übertrieben dargestellt wird, denn die Notenbanken dieser Welt haben nicht wirklich die Autorität, hier ein Kryptoverbot auszusprechen. Ich möchte hier auf die Aussagen der ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen verweisen aus dem Jahr 2014. Ich blende mal die Grafik dazu ein und den Link zum Video findet ihr unten in der Beschreibung. Und Janet Yellen hat damals schon gesagt, dass sie den Bitcoin nicht regulieren kann. Sie hat gar nicht die Autorität dazu und das liegt daran, dass es keinen zentralen Herausgeber von Bitcoins gibt. Bitcoin wird ja im Prinzip durch das Mining, also durch Validieren von Transaktionen erzeugt. Also die Bitcoin-Miner werden sozusagen entlohnt und dadurch kommen neue Bitcoins auf den Markt. Aber es gibt ja keinen zentralen Herausgeber von Bitcoin und auch kein zentrales Netzwerk, das es hier irgendwie abschalten kann, sondern hier sind Nodes, mehrere tausende Nodes auf der ganzen Welt verteilt und daher gibt es auch hier keine zentrale Anlaufstelle, also keinen Netzwerkbetreiber, den ich hier abschalten kann. Und deswegen sind hier der Zentralbank relativ stark die Hände gebunden. Was der Staat natürlich tun kann, ist, dass man gegen diese sogenannten Fiat Gateways angeht und de facto zentrale Kryptobörsen wie jetzt Binance oder in Europa Bitpanda und so weiter schließt oder reguliert, damit die Leute nicht mehr so einfach dann mit Euro Kryptowährungen kaufen können. Also China hat ja das im Jahr 2017 gemacht, aber das heißt jetzt nicht, dass der Bitcoin oder Kryptohandel völlig zum Erliegen in China gekommen ist. Also ich blende mal die Grafik von Local Bitcoins ein, also ein Peer-to-Peer-Markt, wo eben Bitcoins nach wie vor auch in China gehandelt werden, auch wenn das Volumen auch deutlich gesunken ist seit 2017, das muss man ja auch sagen. Aber insgesamt ist es so, dass sich die Leute dann einfach andere Möglichkeiten suchen, um Bitcoins zu handeln. Also hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch dezentrale Kryptobörsen, wie zum Beispiel Uniswap. Also ich blende auch mal diese Grafik dazu ein. Das Handelsvolumen ist ja in den letzten Monaten auf diesen DEXs, wie man schon sagt, regelrecht explodiert. Und Uniswap hat ja am 1. September ein neues Rekordvolumen melden können. Also hier wurden an diesem Tag Kryptowährungen im Wert von fast einer Milliarde Dollar gehandelt. Und das zeigt eben, dass diese dezentralen Börsen auf dem Vormarsch sind. Und woran liegt das Ganze? Ja,
Es ist relativ einfach, weil zum Beispiel auf Uniswap kein KYC erforderlich ist. Also Know Your Customer heißt, ich muss mich hier nicht ausweisen, sondern ich kann hier einfach traden, wann und wo ich will. Und außerdem ist es so, dass diese dezentralen Kryptobörsen immer nutzerfreundlicher werden. Also das war in der Vergangenheit nicht ganz so. Also diese Börsen waren eher spartanisch aufgebaut und eher was für Profis. Aber mittlerweile zum Beispiel Uniswap Version 2 ist relativ benutzerfreundlich schon und daher ist das Volumen in den letzten Monaten weiter gestiegen und diese dezentralen Kryptobörsen kann ich relativ schwer angehen, weil sie auf Smart Contracts aufbauen und die kann ich relativ schwer stoppen. Also ich kann zwar im Prinzip die Benutzeroberfläche oder den Webseitenbetreiber und so weiter angehen und den Internet Service Provider, aber insgesamt ist es natürlich schwierig, diesen dezentralen Markt hier dicht zu machen, sozusagen, vor allem auch, weil ich daneben noch zig Wallets inzwischen habe, wie Exodus oder Atomic, wo ich einfach Kryptowährungen dann innerhalb dieser Wallet tauschen kann, ohne dass ich jetzt irgendwo an einer zentralen Kryptobörse oder an einem zentralen Marktplatz dann irgendwo hin muss, sondern ich kann das in meiner Wallet tun und daher denke ich, ist das relativ schwierig hier den Kryptohandel komplett zu unterbinden. Also es gibt ja von einigen Ländern, wie zum Beispiel in Indien, wieder Bestrebungen, den Kryptohandel zu verbieten. Aber für richtig große Schockwellen hat das im Kryptomarkt bislang nicht gesorgt. Ganz im Gegenteil, der Bitcoin ist zuletzt wieder gestiegen und zwar Richtung der Marke von $11.000. Und wie es momentan konkret aussieht mit dem Bitcoin, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp. Heute ist der Donnerstag, der 17. September am Vormittag und wir sehen den Bitcoin-Kurs knapp unter der Marke von $10.900, genauer gesagt bei $10.878, nachdem wir am Vortag schon kurz über der Marke von $11.000 waren. Und das Positive ist jetzt, dass diese Unterstützungslinie hier unten, diese rote Linie, bei etwa $10.000 vorerst gehalten hat und der Bitcoin hier offenbar einen neuen Angriff auf diese Widerstandszone bei $12.000 startet, nachdem wir diesen Widerstand bislang nicht nachhaltig überwinden konnten. Also der Bitcoin war ja Mitte August kurz über der Marke von $12.000, konnte aber nicht wirklich oberhalb dieser Marke schließen. Und jetzt geht es darum, ob der Bitcoin diese Marke wieder in Angriff nehmen kann. Als Widerstand habe ich jetzt hier nochmal die Marke von $11.100 eingezeichnet, weil sich diese Linie zuvor als Unterstützung erwiesen hat und hier auch diese 50-Tage-Linie etwas weiter darüber verläuft, also diese blaue Linie. Und das bedeutet für mich, das ist hier ein Widerstand und den muss natürlich der Bitcoin zunächst überwinden, damit hier ein Angriff auf diese $12.000 Marke erfolgt. Und das Erfreuliche ist jetzt, dass der Bitcoin bzw. der MACD am 14. September ein sogenanntes Bullish Crossover erzeugt hat. Also diese türkise Linie hat diese orange Linie von unten nach oben durchbrochen, was ein eher bullisches Zeichen ist. Also ein ähnliches Signal haben wir bereits am 6. Juli gesehen und auch Ende März und danach haben wir eine Aufwärtsbewegung beim Bitcoin gesehen. Also zumindest der Trendfolgeindikator MACD deutet hier eine weitere Aufwärtsbewegung jetzt beim Bitcoin an, wenngleich der RSI, der relative Stärkeindex, noch nicht so überzeugend ist. Also man könnte hier eine rote Linie ziehen und das würde bedeuten, dass der RSI hier noch eher im Abwärtstrend ist. Also das bleibt in den nächsten Tagen zu beobachten, wenngleich das On-Balance-Volumen OBV hier weiter nach wie vor im Aufwärtstrend ist. Und das bedeutet, dass hier die Großanleger eher weiter zugreifen. Und das können wir hier auch an diesen grünen Kerzen sehen, dass hier weiter gekauft wird. Das zeigt übrigens auch das CMF, das Check-in Money Flow, das in den positiven Bereich wieder zurückgelaufen ist. Also hier baut sich langsam wieder Kaufdruck auf und das ist natürlich auch ein positives Signal, wenngleich das Momentum, das 50-Tage-Momentum noch nicht ganz mitspielt. Also wir sehen hier nach wie vor einen Abwärtstrend
Und das bedeutet, dass der Markt bislang noch nicht wirklich Gas gibt. Also dieser Aufwärtstrend ist noch mit Vorsicht zu genießen. Das bedeutet, wir können hier auch nochmal zurücklaufen auf 10.500 US-Dollar. Meiner Meinung nach wichtig ist wirklich, dass diese Unterstützung bei 10.000 Dollar hält. Und ich gehe jetzt davon aus, dass der Bitcoin in den nächsten Tagen seinen Aufwärtstrend eher fortsetzen wird, weil einfach wir hier ein Bullish Crossover im MACD gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche eventuell einen Angriff auf diese 50-Tage-Linie sehen, die bei etwa knapp 11.300 US-Dollar verläuft. Und das wäre wichtig, dass wir auf Wochensicht über dieser Marke, über diese beiden Widerstände schließen können. Denn dann ist für mich der Weg frei auf die Marke von 12.000 US-Dollar, beziehungsweise ein neuer Angriff auf die Marke von 12.000 Dollar. Und wenn es dann gelingt, dass der Bitcoin über der Marke von 12.000 Dollar schließt, dann denke ich, sind hier sehr schnell höhere Kurse möglich. Aber wie gesagt, noch ist es noch nicht so weit. Jetzt gilt es zuerst die Marke von 11.100 Dollar und dann diese 50-Tage-Linie zurückzuerobern, die bei etwa knapp unter 11.300 US-Dollar verläuft. Wie wir gerade auf meinem Bildschirm gesehen haben, sieht es derzeit wieder ganz gut aus für den Bitcoin. Noch besser wäre es natürlich, wenn der Bitcoin auf Wochensicht über der Marke von 11.300 US-Dollar schließen könnte, denn damit würde der Bitcoin diese 50-Tage-Linie wieder zurückerobern und das wäre für mich ein starkes Signal, dass wir demnächst bald wieder einen Angriff auf die Marke von 12.000 US-Dollar sehen. Und ob sich das Ganze ausgeht, das schauen wir uns am kommenden Samstag in meinem Krypto-Report näher an. Und dort möchte ich euch dann noch weitere interessante dezentrale Oracle-Projekte vorstellen. Am letzten Dienstag habe ich ja euch über das führende Projekt Chainlink schon berichtet. Ich blende mal den Link nochmal dazu ein. Und am kommenden Samstag, wie gesagt, möchte ich euch noch vielversprechende dezentrale Oracle-Projekte vorstellen, die noch nicht so bekannt sind, aber vielleicht noch Potenzial nach oben haben. Also wie gesagt, das Ganze gibt es am kommenden Samstag. Und wenn euch das Thema interessiert, dann tragt euch einfach kostenlos unter crypto-report.de ein, dann seid ihr am kommenden Samstag kostenlos mit dabei. Nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema. Also die EU möchte hier in erster Linie diese sogenannten Stablecoins wie Tether oder USDC und auch diesen neuen Libra-Coin von Facebook stärker regulieren, denn diese Coins sind natürlich eine gewisse Konkurrenz zu diesen Zentralbank Digital Currencies, kurz CBDCs, weil sie natürlich relativ groß im Einsatz inzwischen sind. Also Tether steht ja auf Platz 3 inzwischen der größten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Dollar. Also Tether wird ja dazu verwendet, um Liquidität hauptsächlich zu bewegen. Und das ist natürlich eine gewisse Konkurrenz, ganz klar, zu diesen Zentralbank-Coins. Und das ist natürlich der EU ein Dorn im Auge, vor allem auch deswegen, weil Tether zum Beispiel sagt, unser Stablecoin ist zum einen mit Dollar unterlegt und auch nicht 100% mit Dollar gesichert, sondern hier können auch andere Sicherheiten wie Wertpapiere zur Absicherung herangezogen werden. Und das ist offenbar der EU ein Dorn im Auge. Die EU hätte da gerne einen Stablecoin, der auch mit Euro hinterlegt ist, also 1:1 mit Euro besichert ist. Und außerdem sollten die Herausgeber dieser Stablecoins natürlich auch in Europa ansässig sein, damit man hier diese Leute juristisch sozusagen greifen kann, falls hier Geldwäsche oder Terrorfinanzierung über Stablecoins stattfindet, damit man diese Leute einfach greifen kann. Das ist so der Hintergedanke dieser Regulierung. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wann kommt dieser digitale Euro? Und geplant ist jetzt eine Markteinführung sozusagen in 4 Phasen bis zum Jahr 2024. Also binnen 4 Jahren soll dieser digitale Euro kommen. Ich blende euch einmal die Grafik dazu ein. Und demnach soll der digitale Euro im ersten Quartal, frühestens im ersten Quartal 2021, als DLT-basierter Token eingeführt werden, als Ergänzung zum Bargeld. Also soll nicht das Bargeld ersetzen, sondern man will hier an diesem Zwei-Klassen-Währungssystem festhalten und
DLT-basierter Token heißt, das Ganze soll relativ neutral sein und auch mit anderen DLTs bzw. Blockchains kompatibel sein. Ob das dann tatsächlich wirklich so kommt, das bleibt dann abzuwarten. Ob die Anonymität dann gewahrt wird und so weiter, das werden wir dann sehen. Ich denke auf jeden Fall, dass dieser digitale Euro nicht die Eigenschaften des Bitcoins haben wird. Der Bitcoin ist ja zensurresistent, nicht konfiszierbar, dezentral, eine deflationäre Kryptowährung und so weiter. Also diese Eigenschaften, glaube ich, wird dieser digitale Euro nicht erfüllen. Und daher sehe ich das nicht als Konkurrenz für den Bitcoin an, sondern eher als Konkurrenz für diese Stablecoins. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich gehe davon aus, dass der digitale Euro kommen wird. Ob das jetzt in 4 Jahren sein wird oder doch noch länger dauert, das sei mal dahingestellt. Also es hängt sehr wahrscheinlich von den Tests ab. Insgesamt denke ich, ist die Einführung des digitalen Euros eher positiv für den Kryptomarkt zu werten, wenn, und das ist die große Frage, wenn hier eine vernünftige Regulierung durch die EU erfolgt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderen Kryptowährungen sozusagen verboten werden. Das sehe ich nicht, diese Gefahr. Ganz im Gegenteil. Also IOTA zum Beispiel wird ja schon von der EU gefördert und auch EZB-Chefin Christine Lagarde hat sich ja auch schon positiv über Kryptowährungen geäußert. Sie hat ja gemeint, man müsste Kryptowährungen einfach mehr fördern zum Wohl der Allgemeinheit. Und ich hoffe natürlich, dass Christine Lagarde diesen Weg weitergeht, damit wir hier einen Durchbruch von Kryptowährungen sehen. Das ist ganz klar, wenn hier der digitale Euro eingeführt wird, dann steigt natürlich, ja, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für Kryptowährungen. Kryptowährungen werden dann mehr wahrgenommen und auch die Legitimität ist dann da und das ist natürlich insgesamt positiv. Das könnte Kryptowährungen dann über Jahre gesehen durchaus zum Durchbruch verhelfen. Also ich bin da relativ optimistisch, wenn das Ganze vernünftig reguliert wird und wenn dieser digitale Euro natürlich die Anonymität irgendwo wahrt, das ist ganz klar. Wenn hier eine komplette Überwachung droht, wird meiner Meinung nach das Ganze eher nicht von der Bevölkerung angenommen. Aber das muss man dann abwarten, wie die Eigenschaften dieses digitalen Euros aussehen. Aber insgesamt unter dem Strich, glaube ich, ist es eher eine positive Entwicklung, wenn hier eine vernünftige Regulierung erfolgt. Dann hätte mich aber natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr diese Zentralbank Digital Currencies, vor allem den digitalen Euro? Glaubt ihr, das ist eher positiv für den Kryptomarkt oder glaubt ihr, das ist eher negativ? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video, Anfang nächster Woche, geht es dann um NEO. NEO ist ja zuletzt auch sehr stark gelaufen und mit Flamingo Finance will ja NEO eine neue DeFi-Plattform an den Start bringen. Und warum das so wichtig ist für NEO, das schauen wir uns am kommenden Dienstag an. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.